Grabovoi Grigori Petrovic, Konzentrationsmethoden gruppiert nach Monatstagen. Konzentrationen vom 25. bis zum 28. Tag. Vom 25. bis zum 28. Monatstag ist es erwünscht, sich auf die Niveaus zu konzentrieren, welche dieselbe Charakteristik zur Folge haben, die wir haben, wenn es zum Beispiel den Monat Februar gibt, der 28 Tage hat. Und dabei existiert auch zum Beispiel ein Monat, der angenommen 31 Tage hat. Das heißt, die Charakteristik der Zeitfaktoren ist eine solche, dass das Zyklusniveau des Monates entweder 28 Tage oder 30, 29 oder 31 Tage hat. Dementsprechend müssen die Konzentrationen solche sein, die das private System, das heißt das private Niveau des Ereignisses, aus dem gemeinsamen Niveau erhalten könnten und umgekehrt das gemeinsame Niveau des Ereignisses aus dem Einzelnen erhalten. Es ist ziemlich verständlich, dass nach dem 28. Tag logisch der 29. oder der 30. oder der 31. Tag sein kann. Aber dabei müssen die Konzentrationen, die zum Beispiel am 28. Tag durchgeführt werden, wenn im Februar angenommen 28 Tage sind, auf solche Weise durchgeführt werden, damit der Informations- oder sogar der Arbeitsumfang, der im Monat gemacht werden soll, so ist, wie sie ihn zum Beispiel in 31 Tagen bewältigen. Demzufolge ist das grundlegende Niveau der Konzentrationen das, dass sie das eigenartige spezifische Gewicht der Konzentration allgemein für beliebige Perioden gleichartig machen. Wenn Sie diese Technologie in Ihrem Raum des Denkens entwickeln, so sehen Sie, dass man auf diese Weise sehr ernste Angaben zu den harmonischen Entwicklungsniveaus erhalten kann, die auf die ewige Entwicklung gerichtet sind. Das heißt, dass in einem solchen Fall, wenn Sie sogar unterschiedliche Perioden nach dem Umfang der Handlung universell gestalten. Demzufolge kann man sogar einen Tag derart effektiv gestalten, wie zum Beispiel die Konzentrationen im Laufe eines Monats. Und die logische Fortsetzung von diesem sagt darüber aus, dass man sogar in einer Sekunde so viel schaffen kann, wie man zum Beispiel in einem Monat schafft. Frage. Auf welche Weise schafft man ein beliebiges Objekt der Natur unter Anwendung verschiedener Konzentrationen auf der Grundlage seines Bewusstseins? Antwort von Grabovoi GP: Ein beliebiges Objekt der Natur kann folgenderweise erschaffen werden. Wenn Sie irgendein Naturobjekt betrachten, so können Sie es in Ihrem Bewusstsein als ein solches schaffen, wie dieses vom Schöpfer her ist. Aber um die Arbeit des Schöpfers zu betrachten, müssen Sie betrachten, welche Umwandlungen sich sogar im optischen Bereich bei der Schaffung dieses Objektes nach den Zielen der ewigen harmonischen Entwicklung vollzogen haben, was das Ziel eines beliebigen schöpferischen Informationsobjektes ist. Und dann können Sie sehen, dass dies für das Konzentrationssystem einfach die Mehrheit verschiedener Konzentrationen bedeutet, die zu einem gemeinsamen Ziel vereinigt sind. Und es ergibt sich, dass die Mehrzahl von Konzentrationen, die schon später faktisch als eine rücklaufende Welle auf Sie übergehen und Sie auch im Übergangsniveau als Ihr physischer Körper dargestellt sind, so konzentrieren Sie sich bei harmonischer Entwicklung von sich selbst und der ganzen Natur. Am 27. Tag des Monats führen Sie die gleiche Konzentration wie am 9. Tag aus, aber zusätzlich fügen Sie jedem angestrebten Element eine unendliche Entwicklung hinzu. Also ich lese nochmal die
Konzentration für den neunten Tag. Gleichzeitig behalten wir im Bewusstsein, dass wir jedem angestrebten Element eine unendliche Entwicklung hinzufügen. Also wenn ich jetzt so zurückschaue, wie ich solche Sätze früher gelesen habe, ist, glaube ich, normal, dass man das nicht sofort erfasst, worum geht es dabei. Aber irgendwann wird es immer leichter verständlich und anwendbar. Es ist schön. Neunter Monatstag. Am neunten Tag des Monats beschäftigen Sie sich mit folgender Aufgabe. Die Konzentration auf maximal entfernte Bereiche des Bewusstseins in maximal angenäherte Punkte Ihres Bewusstseins. Das bedeutet, die Konzentration besteht darin, dass Sie maximal entfernte Bereiche Ihres Bewusstseins in maximal angenäherte Bereiche überführen. Dabei muss die Überführung so erfolgen, als ob Ihre Wahrnehmung von maximal entfernten Bereichen Ihres Bewusstseins sowie von maximal angenäherten Bewusstseinsbereichen ein und dieselbe wäre. In diesem Fall können Sie einen einheitlichen Impuls zum Aufbau eines beliebigen Elementes der Welt erhalten. Sobald Sie das erreicht haben, sind Sie ein Spezialist der Steuerung geworden. Dann brauchen Sie nur in einem Zustand der geistigen Einstimmung zu sein, dass alles normal sein sollte und es wird alles normal sein. Es genügt einfach, einen Wunsch zu haben, es wird genau so kommen. Dieser einheitliche Impuls, von dem ich erzählt habe, entwickelt einen besonderen geistigen Zustand. Dieser Zustand ist nicht ganz mit dem Denken verbunden, weil das Denken in diesem Zustand als solches ausbleiben kann. Das kann einfach eine Einstimmung sein, zum Beispiel auf Güte, auf Schaffung oder Herstellung der Harmonie. Die Gegenwart der Einstimmung auf diesen Zustand führt bereits zur günstigen Entwicklung der Ereignisse. Ich betone, dass diese Konzentrationsmethode eine besondere Wahrnehmungsform betont. Die Wahrnehmung befindet sich in Ihrem Bewusstsein und stellt einen Teil Ihres Bewusstseins dar. Sie strukturieren sie extra auf eine Weise, die im Endeffekt so arbeitet, wie ich es gesagt habe. Die beschriebene Konzentrationsmethode berührt tiefe Steuerungsfragen aufgrund Ihres Bewusstseins. Konzentration auf die siebenstellige Zahlenreihe. 1, 8, 5, 4, 3, 4, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 4, 2. Konzentration auf die neunstellige Zahlenreihe. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2, 0, 1. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2, 0, 1. Helfen Sie denen, die Hilfe brauchen, und helfen Sie denen, die keine Hilfe brauchen. Helfen Sie sich selbst, wenn Sie Hilfe brauchen, und helfen Sie sich selbst, wenn Sie keine Hilfe brauchen. Schauen Sie sich das Wort Hilfe in seiner weiteren Form an und schauen Sie sich Güte als Verkörperung von Hilfe an. Sie sind gutherzig und helfen. Sie sind der Schöpfer und Sie bringen Hilfe. Jeder Akt Ihres Schaffens bringt auch Ihnen Hilfe. Alles von Ihnen Erschaffene ist auch eine Hilfe für Sie. Sie haben eine unendliche Anzahl Helfer, so wie auch Sie anderen unendlich helfen. Sie sind im Gemeinsamen mit allem verbunden. Sie helfen immer allen und alle helfen immer Ihnen. Bringen Sie die Gesellschaft durch gemeinsame Verbindungen und in gegenseitiger Hilfe zum Wohlstand. Geben Sie allen das Glück und Sie werden sich in einer gemeinsamen Weltharmonie wiederfinden, wobei Gott, der Schöpfer, alles ist, was um Sie herum erschaffen wurde. Es ist alles, was Sie erschaffen haben und es ist die Verkörperung Gottes in allem Erschaffenen. Die Verkörperung Gottes als Ihrem Schöpfer zeigt sich in Ihrer Seele bereits nach Erhalt des Unendlichen, der Unendlichkeit des Lebens durch wahres Verstehen der Welt in der Selbstentwicklung. Die Unendlichkeit des Lebens ist die Unendlichkeit des Schöpfers.
Um unendlich leben zu können, muss man bis in die Unendlichkeit schaffen und sich bis in die Unendlichkeit erneuern. Um unendlich schaffend zu sein, muss man aber nichts Besonderes tun, denn wir sind bereits für die Ewigkeit erschaffen worden, um die unendlich Erschaffenden zu sein. Handeln Sie so, dass jeder Ihrer Gedanken, jede Ihrer Bewegungen und jede Ihrer Taten die Ewigkeit erschaffen.